Oh, hallo Enderman. Kohle, 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 Kohle. Lars? Lars? Ach, hey Lars, oh Mann, hast du eben dieses schreckliche Heulen gehört? Ja, das war ich. Du Arsch! Oh, was ist denn los? Ist das, weil Susi angerufen hat und gesagt hat, dass du ihr Sandwich für immer vergessen kannst? Was? Nein. Lana ist weg. Ich kann sie nirgends finden. Oh, riecht das geil. Riecht das geil. Ja. Sie ist weder drinnen noch draußen. Ja, ja, Lana. Dan? Lars? Dan? Lars? Dan! Was denn, Lars? Was hast du mit ihr gemacht? Mit Lana? Ach so, ja, ich wollte mit ihr vorhin zum Tierarzt, weißt du, und dann hatte ich echt Hunger und dann sind wir in dieses schicke Restaurant gegangen und dann habe ich sie bei diesem Chinesen gelassen, dem... Restaurantbesitzer? Du hast Lana in einem China-Restaurant abgegeben? Oh mein Gott! Ich muss sie retten! Nein, ich habe sie... Restaurant? Nein, ich habe sie... Ich habe sie bei Dr. Chang gelassen, dem Tierarzt. Der ist zwar echt crazy, aber er und sein Kollege Yang sind echt gut. Die haben es voll drauf. Oh, ich Dummerchen. Lana war die ganze Zeit beim Tierarzt, bei Dr. Chang. Ah, die kleine süße Maus. Apropos, wo ist eigentlich Tom? Tom? Ja, Tom. Der Minderjährige, der Bier säuft, der immer mit uns abhängt. Ja, ja, ich weiß, wer das ist. Der ist bei dieser Rittersportfrau. Bei Frau Ritter vom Jugendamt? Ja, genau die. Ich dachte, er wollte sich nicht mehr bei ihr melden. Ja, aber dann hat er gesagt, dass ihr Sandwich viel leckerer ist als das von Susi. Kann ich mir kaum vorstellen, das Sandwich von Susi ist der Burner, Lars.